Hallo, hallo, grüß euch. Wir sind zurück. We are back. Ja? Bevor wir mit irgendwas anfangen, per letzten Show, wir vergessen da unser neues Mitglied für schön. Neues Mitglied. Obwohl er eigentlich nicht neu ist, sondern schon ewig dabei, aber neu vor der Cam ist der Honey. Hallo. Applaudiert hallo, Honey. Huldigt ihm. Es war zu viel. Ja. Wo bleibt das Publikum? Ruhe. Das Publikum war es, was es braucht. Nicht ihn. Okay. Ah, ich wollte es ausschalten. Sorry, ich wollte es ausschalten. Ja, das war schon. Alles gut. Für mich heißt das, wir wussten nicht auch. Zweimal gezonkt. Zweimal gezonkt. Ja. Sechs, so wichtig bist du. Für zweimal. Ja, Leute. Zwei hat noch keiner von uns gekriegt. Wollen wir anfangen? Oh ja, genau. Fangen wir an. Was haben wir heute alles vor? Ja, viele, so wie immer. Aber erst wollen wir euch einmal unser aktuelles Special vorstellen. Da gibt es keinen Trailer, man glaubt es kaum. Wir flüchten nicht sofort vor euch, weil ihr so hässlich seid. Ja, das klappt. Ich weiß nicht. Hat er jetzt nicht gesagt? Hat er nicht! Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ja, was? Also der Honey war es fast. Ja, genau. Ja, das Neue. Das ja, der Neue. Immer der Neue. Nur ein Song. Ja, was haben wir denn jetzt erzählt, dass du im auf der Homepage oder wo? Ja, auf der Homepage. Es kommt noch fett auf die Startseiten. Die liebe, oder der liebe Admin, so liebe Regie darf ich nicht sagen, weil der ist ja da. Der ja gerade Haus bauen, hat noch keine Zeit gehabt, das auf die Startseiten zu drucken. Aber du kannst auf die Homepage gehen, klickst auf Special und dort findest du es dann. Schön. Ja. Und was für ein Special haben wir? Was für ein Special? Ja, das Special hat eigentlich er. Dein eigenes privates Special. Und ich habe es schon bereut, ich habe eins geschrieben, ich bin komplett, ich hasse mich selbst. Ich muss da einfach so sagen, das Ding ist Gaming Virgin oder Spielejungfrau. Wir fangen an 1990 und bis jetzt. Und aus jedem Jahr nehme ich mir ein großes Spiel aus, das ich noch nicht gespielt habe. Das ist das Hauptproblem. Also, es interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber er muss es nachholen. Ja, das sind ja 30 Jahre. Oh ja. Das dauert 30 Games. Ja. Oh ja. Und zwar 30, die was dann nicht spielen wollt. Oh ja. Das ist das Hauptding. Ja, aber an und für sich eigentlich eine gute Idee, finde ich. Ah, ich habe, also ich finde das grundsätzlich habe ich, der Gedanke war gut. Ja. Hätte ich, wenn anders enden soll. Einmal so alte Klassiker irgendwie vielleicht wieder mal aufholen, einfach die, was man versammelt hat, warum auch immer. Ich meine, auch die. Man entwickelt sich ja weiter und vielleicht spricht etwas an später mehr an, was an früher als Kind nicht so angesprochen hat. Ne? Das war ja da, jetzt gerade 1990, The Secret of Monkey Island war genau der Grund. Point and Click Adventures, junger Maisie, oh Gott, was soll ich mit dem? Ist langweilig, ist fad, ist alles. Kein Doom. Ist kein Doom, ist kein Duke. Was alles seiner in dem Jahr auch rausgekommen ist. Was ich aber natürlich gespürt habe, dann ist halt das übrig geblieben. Ja. Und ist ja groß, ist ja ein Klassiker. Ja, ich verstehe jetzt auch warum, aber wenn die Steuerung mittlerweile das ist klar, dass die sehr veraltet ist. Ne? Boah, ja, das ist so. 36 Jahre alt. Ja, so Traktor aus dem Ersten Weltkrieg. Die Steuerung funktioniert nicht, dann bist du. Das ungefähr ist ungefähr so wie zu Lear Fortune 2 und 3, der Übergang. Ich weiß nicht, von der Steuerung. Bist auch nicht recht gekommen. Der Hanni packt da gleich die Insider aus. Ich weiß, ich bin aber wieder ins Wort gefallen, aber das ist auch dazu angewiesen. Okay. Ja, warte direkt. So, was wollte ich noch?
Irgendwas wollte ich noch. Ah ja, nächstes ist dann logisch 1991, da kommt Civilization. Alles weitere weiß ich noch nicht, weiter vorgewagt. Also, ich noch nicht. Ja, aber manche Alien kostet es ja gar nicht viel erzählt, oder? Außer, dass die Steuerung nicht funktioniert. Aber was ist der allgemeine Eindruck? Was sagst du jetzt dazu? So? Bereust du das, dass du es damals nicht gespielt hast? Oder? Ja. Also jetzt im Nachhinein musst du eben den Klassiker zugestehen, das ist auch so. Ja. Vor allem der Witz oder auch die Rätsel, der war so viel seiner Zeit voraus, was da möglich war, das musst du ihm zugestehen. Das du hast ja gesagt, das was für die Pointed-Click-Adventure ganz untypisch war, dass damals einfach wirklich alles sofort erkunden hast können, obwohl es dir gar nichts gebraucht hat. Genau, ja. Du hast ja so eine Art Open World gehabt. Im ja. Pointed-Click-Adventure. Du hast das Spiel gestartet, bist in die Welt rein und du hast überall hingehen können. Jedes Rätsel, jeden Charakter, du hast alles ansprechen können. Das bist du ja heute nicht gewohnt, was der heute bist, der so langsam eingeführt. Ah, jetzt habe ich da ein Bildschirm, da habe ich auch Rätsel und so weiter. Das ist alles offen. Da bin ich da circa 2 oder 3 Stunden umagiert. Natürlich komplett planlos. Ja. Ja. Aber das waren ja damals auch alle Spieler, so ist es ja nicht mehr. Ja. Man hat halt nicht viel was gehabt, nur man hat halt dieses Spiel, hat man jetzt, so wie du hast das, in einer Woche oder was gespielt, die haben das über Monate oder... Natürlich, jetzt, du googelst halt nach, wenn du irgendwas nicht weißt, wo du weiterkommst. Ja, du brauchst aber einen Mr. Google. Also du kommst da... Problem, oder das Hauptproblem ist, wo fängst du an, das erste Rätsel zu finden? Das ist das Schlimmste, dann geht's ja. Weißt du, dann hast du ein Rätsel, dann hast du ein Item, dann weißt du schon, ah, okay, der schickt mich dorthin. Aber den Anfang zu finden, wenn du echt offen hast und kein Questmarker dort ist, Alter, wo gehe ich hin? Was mache ich jetzt? Ich bin jetzt da, okay, geil. Das heißt, du hast keine Quest-Hinweise. Hallo. Du bist auf eine geschmissen. Du kommst ins Game, du kommst in der Bar, in einer Barfunktion und dann bist du so, mach was du willst. Klingt nichts, was. Nee. Das muss ich jetzt anklicken. Oldschool, Hardcore. Ja. Damals war noch Gamer. So. Ja. Ich damals hast du nicht so viel Zeit gehabt. Es sind nicht so viele Spieler, du hast eins gehabt und. Ja. Für das hast du. Ja, damals war es der Typ mit dem Lösungsbuch, was du da Gott am Schulhof. Du hast mir den Weg, weißt du? Ja. Mein Lösungsbier hat es trotzdem gegeben noch, und die waren sehr angesagt. Das hast du dann auch die Special Edition gekauft, also das Game Server, also das Lösungsbuch und das Ding so ist schon dabei. Lösungsbuch war nie dabei. Ja, er hat erst später angefangen. Bei ihm war schon. Ich habe mir damals irgendwo gekauft. Da hat es das gedruckte Wort schon gegeben. Ich meine, für Super Nintendo hat es schon gegeben zum Teil, ja. Aber nicht beim Spiel dabei. Auch beim Spiel dabei, ja. So wie bei Metroid war zum Beispiel. Das hat man gebraucht. Ja, aber da war halt schon die ganze Map aufgezeichnet. Oder wo waren das noch? Secret of Mana zum Beispiel. Ja, da war zumindest die Weltkarten dabei. Ja, das ganze Lösungsbuch. Da war 120 Seiten dickes Lösungsbuch. Ja, da habe ich sogar daheim. Das erweiterte Spiel, also das kaufen wir jetzt noch. Ja, genau. Mit Lösungsbuch. Ja, mit der großen Packung. Ja, die Collector's Edition. Ja, so quasi. Ja, genau. Also von der Hauptquest her aus das Lösungsbuch, was dabei gehabt. Ne? Die alten Final Fantasies, wir gerade früher drüber geredet haben, in der letzten Show. Da hat es ja immer die extra dicken Bücher, die extrem deren zum Kaufen. Ja, wirklich alles gefunden. Auf dem Kiosk, ein extra Final Fantasy 7 Lösungsbuch. Ja. Alle haben es gekauft. Kiosk, jetzt wird der Dan schon auf einmal. Was ist los hier? Auf dem Kiosk. Ja, wo ist Trafik? Ja, na, Trafik. Ach so, Trafik. Auf dem Kiosk. Ja, okay. Entschuldigung. Okay. So. Vielleicht ist es ja bei uns nicht geben, das ist aber ein Special. Auf jeden Fall, liebe Leute, müssen wir zum nächsten Thema, weil sonst hätten wir fertig. Dieses Mal nochmal 3. Blaze Revolution, Echtzeitstrategie, doppel oldschool Thema eigentlich. Ja. Ah, bitte, liebe Regie, gib uns den Trailer. Doesn't stop growing. We should take out every single summer building here. There's no way we'll get our message across with the means we have.
Zion. Time to mash up the place. Let's roll. What the fuck? Herzlich willkommen zurück. Oh ja, die Drogen wirken, ihr merkt es. Ich weiß nicht. Du warst das Ganze hier. Nein, ich hab den Wasser. Verdammt, ich hab den Junkie. Wasser nicht. Gibt's es immer dann, ey. Ja. Ja, genau. Ein Wasser hat der Chef. Ja, hab ich nicht. Aber der leuchtet noch immer. Schaut meine Maus vielleicht. So, schau. Okay. Chef ist back. Ja, erzähl mal noch was vom Spiel, oder? Ja, ja, ist im Early Access. Ja. Aktuell kostet schlanke 12 Euro, Steam Sale 8 oder 9. Okay, ja, so. Okay. Alles andere hätte mich gewundert, muss ich eh sagen. Ja, aber es ist... Ja, aber erzähl doch mal überhaupt was über das Spiel. Was geht's da eigentlich, was wird gemacht? Um Drogen. Okay. Um Drogen, es geht eigentlich um Hanf in allen Orten und Firmen, was du dir vorstellen kannst, von Afghanern bis hin zum normalen Dope. Aber eigentlich ist es ein echtes Strategiespiel, so wie Command & Conquer. Okay, mit einer Mischung aus Siedler. Ist das eine Wirtschaftssimulation, oder was? Wie baust du wo am besten an raus? Oder? Nein, es ist... ein Lehrvideo, oder was soll das jetzt darstellen? Es ist... Aber das ist echt blöd zum Erklären. Also du hast da der Open World, du hast dann den Held oder zwei, drei Helden, je nach Mission. Ist immer anders und dann fängst du halt an, das Gebiet zu erobern. Und dort, wo du bauen kannst, ist aber relativ in sich geschlossen. Okay. Weißt du, hast so einen ja, klar, fixen Bereich und du fängst dort an. Du hast ein Disco, ein Haus, ein Hanfshop. So kleiner und irgendwann bist du dort voll. Und dann kannst du weitere Bereiche dazu kaufen. Disco, ein Haus, der Hamshop. Ja. Also Disco-Puff so? Und der Hamshop. Alter, was ist das für... Ja, es geht um Drogen. Was ist das für ein Dorf? Okay, ein klar, gutes. Okay. Ein gallisches. Ein gallisches Dorf. Ja, gibt es irgendeine Ziele? Was müsst ihr machen noch am Ende? Jawohl, hat eigentlich eine gute Story. Also im Early Access hat es nur eine Story-Kampagne. Es kommt dann noch Skirmish dazu, eventuell ein Multiplayer. Es kommt drauf an, wie die Verkaufszahlen laufen. Das Skirmish kommt auf jeden Fall. Und eben das Territorium erweitern ist so bei den Siedler. Oder so ähnlich wie bei den Siedler. Du hast nicht keine Einheiten. Also du kannst nicht einen Panzer bauen und den befüllen oder Armee und den hinschicken zum Kämpfen. Mhm. Dann hast du halt der Reich dort, da baust Türme und dann nimmst du deinen Helden, den OP, ich weiß nicht mehr, wie der alte OP Kassen hat, ist ja fuck egal, der OP, ja. Der fährt in seinen VW T3, fährt zum Gegner, zündet der EMP, dort fliegt das Hauptgebäude dann kurz zusammen und dann hast du eben 4 Sekunden Zeit, kommt ein kleines Minigame, okay. Das Gebiet zu erobern, entweder hast du es oder hast du es nicht, noch so. Baust die halt aus, quasi. Okay. Hm. Aber das ist jetzt nicht so wie Tropico oder sowas, also nicht so, sagt man. Nein, so ist keine Wirtschaftssimulation, so ist schon, also wirklich echte Strategie. Ja, okay. Also schon eher Richtung C&C, aber mixt alles so ein bisschen. Ja. Und was hast du noch für eine Einheiten? So Hanfbauern oder was? Mit Sensen oder was? Ja, du hast eben keine Einheiten, aber du kannst so Drogenpartys in deinem Block, in der Hut dort veranstalten. Ja. Alle umschicken zu Dorfbad. Na, aber dann kriegst du neue Einheiten und dann kannst du wiederum. Das ist so rekrutierst du. Ja, neue Junkies halt. Ne. Und dann kannst du quasi deine Drogenlabore und Diskotheken und Hanfshops und Puffs und so weiter kannst du dann voll besetzen, dann hast du mehr Output, dann verteilst dein Hanf halt weiter und so gewinnst dann Einfluss. Okay, wer sind denn die Gegner? Sommerkorb. Fuck der jetzt nichts, ich weiß. Ich erklär dir gleich. Was kannst du machen mit Fock? Na, es ist das. Ein Technologiekonzern? Also ein Konzern. Also du sagst nicht die Drogenpolizei oder sowas. Nein, überhaupt nicht. Die Drogenpolizei, die gibt es nicht mehr. Die kiffen alle selber so, jetzt.
Nur unter einem Konzern, gerade die Polizei. Ja, na, Regierung, es gibt keine mehr. Firmen haben die Weltherrschaft übernommen eben, ne, und die größte ist SomaCorp und. Das ist Sony. Jo! Na, natürlich nicht, natürlich schon. Alter, die Drogen. So, warte mal. Aber noch lesen. Nee, gar nicht, ich weiß. Er weiß. Er weiß. Aus dem FF. Ja, na, ja, und auf jeden Fall, no, die halten halt die Leute unten in einer VR-Welt, so wie bei Ready Player One zum Beispiel, was da, wo die Realität halt alles scheiße ist. Okay. Es ist nichts mehr da und alle hucken haben in ihrem kleinen Haus und dann eben mit der VR-Brille unterwegs. Und dann eben die Junkies oder die Hazard, was du da übernimmst, wir starten die Revolution, no, und du sollst halt gegen Zomakorb. Oder ja, genau. Oh, das heißt, okay. Du bist eigentlich im Spiel, gegen das Spiel der Computerspielindustrie unterwegs. Das ist richtig verstehen. Ja. Das ist hochsehend schon, ja. Wenn du das schier ausdrücken willst, natürlich, aber eigentlich nah. Ja, und wie läuft das jetzt ab, jetzt also ein Match, sag ich mal? Ist das eher mehr auf Rushen aus? Nein, überhaupt nicht. Oder langsam aufbauen und noch niedermetzen. So ganz kamot, gechillt. Age of Empires oder sowas. Ja. So in die Ordnung. Ja. Ja, wie schaut das nur aus einer Gegnerkonfrontation so aus im Spiel? Ja, da ja keine Einheiten sind, hast du ja quasi Krieg im direkten Fall, hast du ja nicht. Du Bezirke ja auch niemand. Also wenn du die jetzt auswerten willst, dann nimmst du die Hauptheldin. Und die dreht sich auch die ganze Geschichte. Mit der fährst du dann eben zum Gegner hin, zündest der EMP. Das heißt, dann fährt dort kurz das Hauptgebäude runter und hast eben eine gewisse Anzahl an Zeit, das zu assimilieren. Und wenn du es schaffst, dann geht es dir. Und wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Gebiete eingenommen hast, du hast ja den Gegner, den Konzern. Greift der? Der greift sie an. Ja, auf deine eingenommenen Gebiete, so ja. Von früher und so. Ja, der greift ja an. Der hat Einheiten. Und du musst noch schauen, du nicht, dass du... Und du musst halt deine Türme hinstellen. Es gibt dass da du auch dein Gebiet verteidigst auf der Ort. Genau. Genau. Aber du kannst quasi selber nicht wirklich aktiv werden. Du kannst nicht so wie bei C&C 200 Panzer bauen und den Game dann rushen, das funktioniert nicht. Ja, okay. Ist ja so, oh. Auch ein Dübel, schnelles Spiel. Und dann auch das Ranking, ne? Das ist ja für den Krieg und auch Ranking. Das passt. Das ist ein guter Abend. Das ist ein guter Abend. Alter Schwede. Ein bisschen Dope, ein bisschen Ranking. Ja, und was sagst du, zahlt sich das Ganze aus, oder? Ich meine, ist jetzt auch noch im Early Access so. Ist noch im Early Access so. Für Genre-Fans, für den kleinen Preis. Meine Fresse, wenn einer echte Strategie, echt irgendwie so ein Fable hat, bitte geh hin und kaufe das. Ist das Solo oder das schon Mehrspieler? Rein Solo. Rein Solo. Wird es noch auf Mehrspieler ausgelegt oder eher nicht? Es kommt eben auf den Verkauf drauf an. Das Skirmish kommt, Multiplayer ist so ein bisschen in der Wiege. Ja, kann man nur neue Gebiete erobern über das EMP oder gibt es so andere Möglichkeiten auch? Der Wall ist nur EMP, ist halt noch Early Access. Ich denke, es kommt hier noch was. Ist halt, ja. Okay, ja. Ja, weiter zum nächsten. Also, du kannst du erst einmal eine Bewertung kommen. Review, Early Access, tun wir nicht bewerten. Okay. Weil es ja natürlich nicht fertig ist. Ja, aber eine Kaufempfehlung für Genre-Fans natürlich schon, aber Wertung nö. Ja, das war schon gesagt. Schauen wir mal, wie weit es dann ist. Genau. Genau. Okay. Wenn es fertig ist. Zwei Monate noch auf der Quarantäne wieder. Ja, noch Corona, schauen wir. Momentan wird alles verschoben. Aber egal, wieder ein anderes Thema. Ja. So, dann haben wir noch ein neues Thema. Oh ja, für den Rentsmann. Dankeschön. Auf das bin ich gespannt. Auf das bin ich gespannt, wie. Ja, ganz aktuell dazu genommen, weil du es unbedingt noch genommen wolltest. Na schon. Ja, weil ich es gestern erst durchgezockt habe. Also ist ganz aktuell für mich. Und es geht um Death Stranding.
Es gibt zu dem Spiel wahrscheinlich tausende von Trailer und Gameplay-Szenen und kaum Mensch weiß, um was es geht, so wie ich. Das ist richtig, so wie ich. Ja. Diese Trailer, die laufen ja schon jahrelang. Ja, waren ja immer geile Trailer, das muss man auch sagen. Apropos Trailer, können wir endlich fast anfangen, liebe Regie. Kurz auf, wir haben einen PC-Trailer, aber am PC ist es ja noch nicht so alt. Deshalb haben wir den Nummern. Und danke. Okay. Hallo! Hallo, hallo! Okay, der Trailer sagt noch weniger als für alle anderen Trailer. Ja, natürlich! Also, es hätte mich jetzt schon ein bisschen interessiert, wie die Optik am PC ausschaut. Nein, das hat man jetzt gar nichts gesehen. Nein, leider gar nichts. Ne. Noch probieren wir es davor, also, man weiß nicht, dann müssen wir schauen, um was geht's, was tut man. Ja, okay, also, ich möchte einmal ganz von Anfang anfangen, ja, also, dass es jeder so halbwegs versteht. Okay. Also, ha? Wie es gekauft hast, da. Nein, das ist also nur ums Spiel. Also da war ich nur auf Spiel. Amazon. Okay, also die Hauptprämisse ist der Zeitregen. Das ist normaler Regen, aber wenn man in den einen kommt, altert man sehr schnell. Also die Tropfen lassen einen direkt altern. Pro Tropfen wird man immer älter, bis man stirbt. So, und durch diesen Regen ist quasi die komplette Menschheit aus ruiniert. Also es leben nur noch vereinzelt kleine Städte, haben überlebt und der Hauptcharakter, der Sam, ist eben so ein Kurier und der verbindet, also der liefert halt so die Päckchen aus, überlebensnotwendige Sachen für die Städte, die liefert da hin und her. Das ist noch alles im Intro. Also das Intro, das Tutorial haben sie super geil gemacht. Und nachher geht es halt noch weiter. Also in diesem Zeitregen sind sogenannte GDs. Das sind Monster, so Schottenmonster quasi. Die kann man nicht sehen. Wenn man in diesem Zeitregen drinsteht, dann altert man sehr schnell, wird aber auch von dieser GDs ziemlich noch schneller getötet. Also, das also sind, optimale Voraussetzungen. Genau, das sind unsichtbare Monster quasi. So. Und die sind aber nur im Regen? Das sind nur in diesem Zeitregen drin, ja. Darf ich kurz was Deppert fragen? Bitte. Gehst du da echt nur von A nach B? Oder passiert da irgendwas anderes auch noch? Warte, guck mal zu dem später noch. Okay. Ich kann das sagen, nein. Nachher gibt es eben noch diese BBs. Das sind die kleinen Babys, was er vorne drin hat, in seinem Körper. Oder das Körper auf seinen, nur wie sagt man, Overall, so. Noch, sagen wir mal so, vorne auf seiner Brust. Und diese BBs, die können diese GDs sichten, empfinden. Ja. Durch diese BBs sieht man die GDs quasi im Spül. Das erinnert mich irgendwie an Bioshock. Also wenn man noch in diesem Regen drin ist, noch geht halt so ein kleiner Sensor von diesem BB aus. Okay. Der zeigt dir an, wo die GDs sind, dieser Sensor, und dann schaust du um und dann siehst du den. Du kannst ihn aber gerade am Anfang noch nicht töten oder sowas, sondern nur umgehen, indem du die Luft anhaltest. Dafür gibt es einen eigenen Button. Und wenn du die Luft anhaltest, dann verschwinden diese GDs und du kannst dich dran vorbeischleichen. Das passiert euch schon im Tutorial. Okay. Das wird wirklich super gut erklärt. Noch immer im Tutorial? Noch immer, ja, alles im Tutorial. Okay. Das dauert ungefähr 2 Stunden. Boah. Ja, ist aber mit der Cutscene, also mit der Story, es ist sehr storylastig, das Spiel. Also, von 50 Stunden Spielzeit ungefähr dauert es schon, dann 12 Stunden Cutscenes. Okay. Laut YouTube. Ja. So, okay. Nachher gibt es aber noch die Dooms.
Ja, genau. Das sind die Menschen. Die was mit diesem Zeitregen und mit GDs einmal in Berührung gekommen sind. Und, oder halt, ich meine, in Berührung gekommen ist gut gesagt, weil die meisten sterben nachher, aber diese sogenannten Doomsday überleben das. Und haben aber nachher gewisse Fähigkeiten. So wie der Held, der Sam, der Norman Reedus, wie wir da jetzt gesehen haben im Trailer, noch einmal schön. wo kommt der her? Der ist so ein Doom und der. Hallo? Jetzt? Oh ja. Okay. Das ist gerade die Spreitfolge, woher man ihn kennt. Ja. Ja. Jeder, also nein, zur Zeit jeder. Ist modern, The Walking Dead. Nein, das ist nicht modern, das ist Bullshit. Der blutige Pfad Gottes ist natürlich so ein ist Klassiker, aber der ist ja schon 100 Jahre alt. Was, jetzt, Klassiker. Jetzt bin ich befriedigt. So. Was sind GDs? Habe ich gerade erklärt. Ja. Wohl. Das sind die Schottenwesen im Regen. Ich wollte eigentlich fragen, wie schauen sie aus? Das ist schwer, was der, das ist, war schwer in Worte zu fassen. Muss da vorstellen, so wie ein bisschen, so wie ein Geist. In Schwarzböse. Ja, wie so ein Leichen. Schotten, so ein Schotten. Echt, also, ist ein, ja, wie so ein Schotten, wie so ein Leichen, Geistschotten quasi. Und die schweben in der Luft. Und durch das, wenn du laut bist, kommen sie halt noch so auf die Zur, mit so schwarze, so direkt so mit Stapfen. Und da sieht man nachher, okay, jetzt haben sie mich entdeckt. Und da sieht man nur noch die Stapfen ja. Und den Geist nicht mehr, nur die Stapfen. Und von denen muss man abhauen. Okay. Ja, ist ein bisschen schwer zu erklären. Also das muss man schon, also das muss man sehen. So ist es, also sehr, okay. Sehr abstrakt. Das okay. Ist schon. Ja, okay. Nein, man, das klingt jetzt nach viel Story oder Handlung, was auch immer, weil in den Trailer sieht man ja eigentlich nur. Man sieht den einfach in den Trailer großen, sieht man nur Schwachsinn. Man sieht den Hauptcharakter mit einem Fackel am Rücken von A nach B laufen. Das stimmt. Schwachsinn. In den Trailer siehst du nur Schwachsinn. Genau. Immer Unterschied man kann anziehen im Trailer, um was genau. Es geht. Ja. Es ist meiner Meinung nach eine knallharte Simulation. Also Survivor-Boten-Simulation. Man muss die Routen selber planen. Also man weiß, wo das Ziel ist. Man hat die Map. Man weiß, wo das Ziel ist. Und dort muss man nach Hause kommen, egal wie. Die Frucht darf nicht beschädigt werden. Manchmal sogar Zeit. Ja, Zeit. Also du musst die Frucht in einer gewissen Zeit liefern. Also so Essen und Trinken? Essen und Trinken gibt das ist der Energy Drink, der Monster Energy Drink, den haben sie ja immer aber mittendrin. Nein, ist nicht drin. Nein, ist drin. Monster ist drin. Man kann aber es später upgraden zu einem Bier. später im Spiel trinkt man auch ein Bier. Also das ist einfach ein modernes Backeldienst-Survival-Game. Ja. Ja. Das ist einfach DHL ja. Absolut. Future. Aber statt die GDs sind einfach bei uns die wütenden Empfänger. Ja, ja genau. Okay. Ja. Die Spinnen belastet. Ja, der muss versucht zum Gehen noch. Ja. Ja, kann man so sagen. Ja. Also, aber es ist natürlich schon mehr dahinter. Noch. Ja, ist klar. Noch. Also schon allein die Story. Es fängt noch damit an. Also Amerika, also es geht um Amerika quasi und den Wiederaufbau von Amerika. Mhm. Amerika ist ja komplett ruiniert. Warum ist Amerika komplett ruiniert? Weil, es tut mir leid, Entschuldigung, ich weiß nicht, was da jetzt los war. Alter Schwede. Die Fans. Ja. Okay. Ja, eben, also wegen diesem Zeitregen ist Amerika also fast ausgestorben. Es gibt nur noch, wie schon gesagt, ein paar Leute in den Großstädten, in den diversen. Die sind aber alle voneinander abgeschnitten. Und du als Bote sollst sie wieder vereinigen. Also quasi, du hast ein Netzwerk, so wie Internet, du sollst wieder ein neues Internet aufbauen, quasi so. Ja, es ist. So, wer der Präsident ist. Ha? Darf man sagen, wer der Präsident ist? Oi. Der Frau. Also, ich meine, das klingt ja storytechnisch jetzt echt nicht so schlecht, aber wie interessiert die Spielmechanik für mich? Ist das echt jetzt wirklich so ein langweiliger Walking-Simulator, wo ich 35 Stunden gay spazieren und 12 Stunden schaue YouTube-Videos oder krieg Videos eingeblendet und 2 Stunden spiele ich wirklich? Also, also Video, also die Cutscenes, die sind ja richtig geil. Also da gibt es gar nichts. Schon? Ja, ja. Das sind ja, also alle zusammen richtige Schauspieler.
und auch noch den richtigen Vorbildern genommen, also die Modelle. Okay. Die haben es auch selber eingespielt. Ja, ja, freilich. Also das ist Bewegungen und alles. Es wird auch alles durch die vierte Wand erzählt, also so wie in Deadpool. Okay. Ja, also so wie der Norman Reedus, der sagt immer zu dir, ja, gibt es etwas, was du nicht kannst oder sowas. Also der Norman Reedus ist Norman Reedus. Also er soll er sein und du als Spieler sollst du sein. Okay. Also okay, okay. Die klaffen das echt so ab, als war das echt ein Spiel, also ein Film, was du spielst. Also das okay, sollst nicht du sein, oder der Hauptcharakter. Der Hauptcharakter bist nicht du und das wird da immer wieder klar gemacht. Und ja, es fängt halt noch so an, am Anfang ja, hast du halt nur eine Leiter zur Verfügung, sage ich einmal, die kannst bauen, weißt du, also es gibt noch so in den ganzen großen Depots, sage ich jetzt einmal, die Hauptquartiere, ja, das sind so Verteilerzentren, so wie bei der Post quasi, so ist es, ja, lass halt, also die sollst du einmal verbinden und in diese Verteilerzentren drinnen kannst du noch Leitern bauen, am Anfang noch ganz wenig Sachen und du musst dir die Map anschauen zuerst, weil die ist komplett kahl, die Welt. Eine komplett kahle Welt. Ja. Es gibt keine Menschen. Wiesen. Und dann musst du zum Ziel kommen. Du warst ja jetzt relativ spät dran. Das siehst du oder hast du gefunden, weil andere Spieler können ja Sachen bauen. Ja. Hast du nicht gesehen? Kannst du das benutzen? Siehst du ja die auf der Map, wenn du die Route planst, sieht man das früher? Das sieht man. Ja. Okay. Man sieht man. Okay. Die Sigma, die werden Grieren markiert und da mit den jeweiligen Symbolen, so wie ein Brückensymbol ist ein Brücken. Okay. Die sind Grieren okay. Und deine Konstrukte, oder ja, Konstrukte, ja, okay, ja. Die sind blau. Und das, aber okay, die Sigma erst, wenn man, sagen wir, jedes Depot ist ein eigener Staat. So auf der Ort. Man ist ja in Amerika okay, und das hat alles okay, so Grenzen okay, quasi und man muss erst zum Depot kommen durch eine Lieferung quasi. Also es wird immer von der Story mit einer Lieferung erklärt, du musst die Dumme. Und meistens musst du für dem noch was machen, dass du das Depot. Genau. Also es sind nicht alle heil mit dieser Welt, was denn mit dieser genau, Internet-Welt, ja, nicht alle ja, wollen beitreten. Ich will mit der nichts zu tun haben, genau, einfach meine Sachen und lass mich in der Ruhe mit den ganzen. Genau. Und ja, ist ja wurscht, du machst dort eine Hauptquest und deckst dann quasi ja, das Gebiet auf. Genau. Und sobald du noch das Gebiet aufgedeckt hast, kannst du die Konstruktionen von den Online-Spielern nutzen. Okay. Und du hast auch gemeint, dass du bist jetzt verantwortlich oder das Ziel ist, die Welt wieder zu vereinen, also links. Genau. Ja. Aber du nimmst ja Depots ein und sowas und du läuft mit dem Charakter um, bis auch so, kannst du das jetzt noch so machen, dass bei den Online-Depots und so zwischen, damit das ein Netzwerk aufbaust, oder so Routen machen? Oder? Ja, geil, dass du es sagst. Also gerade in der ersten Map, das ist ein bisschen kleiner. Unabhängig von dem Charakter halt, meine ich. Die erste, ja, naja, unabhängig von meinem Charakter eher nicht, aber man kann sich selber noch, bei der ersten Map geht es noch nicht, das ist der Osten von der USA, das ist ein bisschen eine kleinere Map, sodass man ein bisschen reinkommt und so weiter, dass man sich zurechtfindet. Dann kommt man aber zur Mittel- und West-USA, das ist eine große Map und da fängt das Spiel auch noch erst richtig Spaß an zu machen, meiner Meinung nach. Weil da kann man noch Autobahnen aufbauen mit Ressourcen und durch diese Autobahn kannst du natürlich viel schneller von A nach B reisen. Aber das heißt, das ist, klingt ja richtig survival-mäßig das Ganze und sehr viel nach Craften, oder? Craften für Survival, durchgehend nur Survival, also man stirbt, man sterben kann man nicht, der Sam ist ja ein Wiederkehrer, also er ist der geborene Superheld oder halt Spüleheld, sag mal so. Okay. Wenn man stirbt, dann verliert man zwar seine Ausrüstung, aber man wird an Ort und Stelle wiedergeboren und aber man kriegt alles, von den anderen Mitspielern noch ein paar Goodies umgeschmissen. Aber alles, was man selber gefarmt hat, ist weg. Ja, ist hin. Also kaputt. Es ist also weg, es ist aber kaputt. Nur das, was du gerade anhast, du hast hier irgendwo Kisten oder so. Ja, Roguelike ist das dann, ne? Ja, ja, Roguelike, so, ja. Okay. Ja. Ich meine, man stirbt da nicht so, also wenn man halbwegs. Du sagst, man stirbt immer, immer. Ja. Ja, nur no, okay. Ja, wenn man dumm ist. Ja, wenn man. Ich meine, auf der anderen Seite stirbt man schon echt schnell. No. Also, wenn Gott jetzt noch später kann man so Trucks bauen und viel mehr Frucht transportieren. No. Mhm. Und wenn man mit diesem Truck 3 Meter, weißt du, weil es ist halt alles rohe Landschaft. No.
müsst ihr euch vorstellen, was da. Wo man da 3 Meter bei einer Klippen runterfällt, weil einfach halt nirgendwo weitergeht, fährst halt runter. Ja? Und dann stirbst. Okay. Dann explodiert der Schiffswrack. Ja, das ist so. Ja. Herr Renzmann, ja. Das wollte ich noch sagen. Das Ende naht. Ja. Das Ende naht. Jo, also. Du warst gerade so im Flow. Das aber es hilft nichts. Eben das Fazit, was sagst du? Ja, ist das ein Spiel für jedermann oder musst du wirklich so survival-mäßig unterwegs sein oder also, brauchst du viel Geduld? Also, Zeit? Darf ich jetzt? Viel mit Survival zu tun hat. Jawohl, es ist schon sehr viel Survival. Ja. Aber schon allein durch die, weil alles hinwärts an, durch diesen Zeitregen, fängt alles Rosten an. Der Spieldesigner ist Hideo Kojima, der hat da die Metal Gear Solid Reihe gemacht. Also jeder, der was Metal Gear Solid gern gehabt hat, wird dieses Spiel lieben. Ja, ich mag es. Jeder, der was es nicht gern gehabt hat, mag das Spiel auch nicht. Mag das Spiel auch nicht. Also, es sind Cutscenes, die dauern oft 30 Minuten zum Teil. Da wird noch einmal alles über den Haufen geschmissen, was du gedacht hast zu wissen und kommt wieder alles neu und wieder alles. Also die Story ist meiner Meinung nach echt sehr interessant. Die Optik ist geil, der Sound ist komplett sporadisch, also nur, man findet, ja, komplett, also Soundtracks. Ja, genau, so, ja, so einzelne Lieder findet man in der Welt draußen, okay. Und die spielen nachher irgendwo. Zum Beispiel, du hast was aufgebaut, eine Brücken oder was, und dort kannst du es nachher einspülen auf die Brücken. Und da noch einmal drüber gehst, dann kommt ja, das Lied. Ja. Ist aber alles lizenziert, also es sind alles so Pop-Songs quasi. Richtige Figuren, Sänger. Ja, viele Figuren kannst du erstellen lassen. Ja, also. Es gibt sehr vieles, was du sammeln kannst, und das kannst du nachher dort umbauen. Da steht sogar noch einer der Norman dabei, da wird es aufgebaut worden. Genau. Und dafür kriegst du noch ein Likes. Also oder du kannst selber Likes verteilen. Und es geht auch sehr viel um Likes. Ja. Was ungemein weil? Motiviert. Das motiviert. Ja, das ungemein. Kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, weil wir sind. Ja, schon bitte. Ja. Da wird schon das nächste Thema auf. Ja, nein, also es ist aber so viel. Was soll man machen? Ja, es also ist ein sehr langes Spiel. Ja, und sehr kompliziert. Also wo man 50 Stunden spielt, ich habe 100 Stunden gespielt jetzt mittlerweile. Okay. Du hast der Backel ausgeliefert. Aber findet immer wieder neue Möglichkeiten, wie man von A nach B kommt. Weil das Spiel an so viele Möglichkeiten in die Hand gibt, was man nutzen kann, nicht muss. Aber ja, ist ja wurscht. Jetzt auch zur Wertung. Einmal ja, Wertung, bitte. 90%. 90? Haut mal raus, ja. 90 haut mal raus. Hey, bist du aber sehr spendabel mit deiner Punkte. Ja, das Spiel ist einfach geil, da gibt es nichts. Also, ja, ich finde auch, dass die Story durch und durch, ich habe die Story schon gesehen, ist durch und durch einfach nur exzellent. Wirklich, top-notch, ja. Und das super inszeniert. Worauf die haben wir eine Wertung? Zeitfresser. Ne, warum? Nur weil er sie gesehen hat, er hat sie nicht gespielt. Nicht? Ja, gut, da war nicht. Ach so, okay. Und dann wird das zusammengespielt. Dann musst du zuhören. No. Ja, ich habe die Story gesehen, die ist exzellent. So. Na gut. Okay. Passt. So, dann sind wir am Ende unserer Show. Ja. Aber hält es, ob man darin lernt? Nein, haben wir nicht. Ja, wir machen halt. Was? Ich schon wieder? Warum? Ja, Herr René? Master Chief. Ja, teilt uns. Master Chief, was ist los? Ich bin komplett entspannt. Ja. Du mit deiner Hauptmoderation. Abonniert uns, teilt und liked das Video. Nein! Hatet uns, das bringt mehr Reichweite. Alles Dislike oder ja. Hass in die Kommentare, danke. Ja. Bis zum nächsten Mal. Nehmt ihr nicht tschüss. Ja, tschüss. Natürlich nicht.